Aufgaben, die unsere Funktion sind, was wir so machen. Und zwar sind an der Lokalen-Universität, ich weiß nicht, Lüneburg ist jetzt eine etwas kleinere Stadt, deswegen, wir haben nur 8000 Studierende und wir haben 68 registrierte Initiativen. Der Registrierungsprozess funktioniert über die Universität, also das Justizariat, stellt eine, also wir haben eine Registrierordnung, was es bedeutet, eine Initiative zu sein. Die ist auch allen Studierenden offen zugänglich. Und um eine Initiative zu gründen, braucht es 8 Mitglieder und man braucht eine Satzung. Zu diesem Gründungsprozess korreliert der DSG auch. Also wenn Studierende kommen und sagen, oh, wir wollen irgendwas machen, dann sagen wir, ja, hier, wir können eine Initiative gründen. Und 41 von den 68 Initiativen sind im DSI organisiert. Das heißt nicht, dass wir mit den anderen keinen Kontakt haben. Es ist eher, dass wir zum Beispiel politische Hochschullisten nicht im DSI haben, aber dass der Kontakt trotzdem da ist. Also wenn wir Projekte machen, dann werden die jetzt nicht ausgeschlossen. Es ist einfach von der Organisation etwas einfacher, das in einen anderen Topf zu schieben. Also ich kann nur, also wenn ich über Engagement einer Leukaner spreche, dann kann ich natürlich nur über das erzählen, was ich so am Campus wahrnehme. Und ich finde, dass der Campus sehr aktiv ist. Man hat super viele Veranstaltungen, also auch diese Dimension, 8000 Studierende und sehr viele Initiativen. Und zum Beispiel unser Enectus-Standort, Enectus ist ja auch ein bundesweites Institut, die haben, glaube ich, über 120 Leute. Und das ist total verrückt, die machen sehr, sehr viel. Und deswegen habe ich das einmal so aufgeschrieben, dass das Engagement wirklich an der Uni zum Studium dazugehört. Und nicht in die Richtung, also jetzt auch angelehnt an die vorhergehenden Vorträge mit den CPs, das ist in Lüneburg nicht der Wunsch unbedingt, dass man das Engagement ins Studium reinpackt, sondern es finden viele gut, dass es einfach dazukommt und dass man sich da engagieren kann, ohne dass man dafür irgendwas Verpflichtendes in dem Fall machen kann. Genau. Der DSI ist in erster Linie dafür, die Initiative als Interessensvertreter für die Universitätsverwaltung, für den Allgemeinen Studierendenausschuss, für andere studentische Gremien. Wir, wenn man sich anguckt, dass es 68 Initiativen sind, das ist einfach anstrengend, wenn jede einzelne Initiative kommt und sagt, ah, wir wollen gerne das, wir wollen gerne hier einen Raum, wir wollen gerne da einen Briefkasten. Da ist es einfach auch bei der Universitätsverwaltung sehr wünschenswert, dass es einen Ansprechpartner gibt im DSI und wir kriegen dann eine E-Mail, es wird gesagt, ah, was wollen wir machen und genau, dann können wir die Interessen gut kanalisieren. Und wir kennen diese Interessen auch ziemlich gut, weil wir auch einmal im Monat eine Vollversammlung haben, wo wir alle Initiativenvertreter zu einladen. Wir besprechen da ganz unterschiedliche Themen, sei es Finanzierung, aber auch was gerade aktuelle Probleme, Herausforderungen in der Initiativenarbeit sind, die wir dann mit in die Arbeit des DSI aufnehmen können. Und der Punkt Wissen bestätigen, das ist bei uns auch ein Problem, dass durch diesen Studienverlaufsplan einfach viele Projekte anfangen, Wissen verloren gehen. Und da haben wir im DSI eine perfekte Möglichkeit, das zu sammeln. Und wir machen so Merkblätter, Tipps und Tricks für Initiativenarbeit. Was muss ich beachten, wo kriege ich Schlüssel her, wo kriege ich Briefkasten her, wo. Also in erster Linie sind wir der Ansprechpartner und wir haben große Ordner und wir können sozusagen jede Frage beantworten, die es so am Campus zu stellen. Und die dritte Aufgabe, die wir haben, ist Initiativen zu vernetzen. Das machen wir auf der Vollversammlung. Wir bieten aber auch einmal im Semester einen Initiativen-Stammtisch an zum Anfang des Semesters, wo alle hinkommen können und erzählen können, okay, was haben wir für dieses Semester geplant? Und das ist dann auch in einer etwas lockeren Atmosphäre, in einer der vielen Bars in Lüneburg. Und genau, der ist sehr gut besucht und immer so schön. Wir sind aber nicht nur für Initiativen da, sondern auch für die Studierenden. Und da kann ich immer schon auf, okay, uns fehlt der Überblick. Eigentlich wissen wir gar nicht, was es alles gibt. Deswegen haben wir einen Initiativenkompass, den jeder Studierende im ersten Semester in die Hand bekommt. Also bei uns gibt es so Taschen, wo so alle möglichen Infos drin sind fürs Studium, für den Studienstart. Und wir machen einen Initiativenkompass, wo alle Initiativen drin sind. Mit kurzem Text,
mit E-Mail-Adresse, wann die sich treffen, oder, also kommt drauf an, ob man da die Informationen kriegt, aber genau, also alle grundlegenden Kontaktinformationen. Und dann ein paar Wochen später, wenn diese ersten paar Tage oder so alles fiel, dann kommt der Initiativenkompass sozusagen in real life mit dem Markt der Möglichkeiten. Wir haben eine Campus-Universität, das heißt, alle Initiativen sind auch wirklich an einem Ort und wir gestalten den Fasergang komplett voll mit 50 Initiativen und die können sich alle präsentieren und das ist wirklich ein sehr cooler Tag, weil es auch zum Vernetzen der Initiativen untereinander gut ist. Also nicht nur für Studierende, die sich neu engagieren wollen, sondern einfach auch, aha, ich stehe jetzt neben der studentischen Unternehmensberatung und wir gärtnern eigentlich und ja, das ist immer sehr witzig anzugucken, wer da neben wem steht und genau, worüber die sich unterhalten. Und dann haben wir noch eine Initiativen-App, die heißt Get Involved und die haben wir für den Standort Lüneburg adaptiert. Also die ist nicht von uns selber programmiert oder so. Wir haben jemanden von einer Actis Hannover angesprochen und wir können diese App für unseren Standort nutzen. Da gibt es einen Test. Welche Initiative passt zu mir? Und das ist ganz witzig. Wir versuchen gerade noch, das möglichst so hinzukriegen, dass da auch was rauskommt, was in irgendeiner Weise zu dem Typ passt. Also bei mir kam Sachen raus. Da bin ich gar nicht. Ja, das hätte nie gepasst, aber ist okay. Und da ist auch sozusagen die Online-Version einer Initiative über sich enthalten. Und dann haben wir einen Veranstaltungskalender, wo alle Initiativen ihre Termine einschreiben können. Es ist besonders gut, wenn man den Zettel vom Markt der Möglichkeiten irgendwie verloren hat und keine Ahnung, wann treffen die sich nochmal. Gerade wenn dann so 7 Infotreffen an einem Tag sind. Und dann kann man das alles nochmal zusammen auf unserer Facebook-Seite. Und für Studierende bieten wir eben auch diese Beratung im Gründungsprozess. Sie haben ein Projekt und wir haben eine riesengroße Pinnwand im Parsergang und da steht, du hast eine Idee, ihr habt eine Projektidee, wollt ihr nicht die Initiative gründen? Und das ist gerade Erstsemesterstudierenden ziemlich bewusst, dass es den DSI gibt und dass es Engagement am Campus gibt. Und also, ich kann halt nur aus, oder was heißt nur, aber ich berichte halt ganz konkret, was wir machen und was gut funktioniert. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne. Ich bin auch bei der Poster-Präsentation noch mit dabei. Und genau, vielen Dank.